Das Kinderfestival am Barseler Hafen. Die Gemeinde hat geladen, Tausende sind bei strahlendem Sonnenschein der Einladung gefolgt. Eine Attraktion neben der anderen, wo soll man da nur anfangen? Wenn man einfach mal so durchgeht, ist es ein vielfältiges Programm. Der Traumspielpark kann bespielt werden. Dann haben wir einen Baggerführerschein, der angeboten wird. Fußball-Darts. Man kann eine Schatzsuche machen, im Sand nach Goldmünzen suchen. Man kann einen Sommerskiparcours machen, einen Fußballparcours. Unendlich viele Möglichkeiten. Die Kinder können sich richtig auspowern. Ich glaube, heute Abend, wenn sie nach Hause kommen, dann werden sie auch entsprechend müde sein. Aber bis hier irgendjemand auch nur ein bisschen müde ist, wird noch ein ganzes Stückchen Zeit vergehen. Übrigens sind für Familien mit Kindern alle Attraktionen kostenfrei. 30 verschiedene Aussteller, vor allem die in Basel ansässigen Vereine, Gruppen und Institutionen, machen mit bei der großen Kindersause. Wir speziell machen jetzt hier eine kleine Schatzsuche von der Grundschule Sonnentau und mit mehreren Schulen verbunden zusammen bieten wir an. Die Kinder können was im Sand suchen, kriegen kleine Geschenke und haben einfach Spaß und Freude an dem ganzen Miteinander auf dem Spielplatz. Das ist einfach nett. Ich würde sagen, eine gelungene Veranstaltung. Es war ja Zeit, dass wieder was passiert. Und bei dem Wetter, man sieht es ja, der Platz ist voll. Wir sind alle zufrieden. Die Vereine haben ihr Bestes gegeben. Mal gucken, dass wir das vielleicht in Regelmäßigkeit machen können. Ich bin völlig überwältigt, wie viele Leute hier sind, wie viele Kinder und Familien. Und ich finde es grandios, dass so viele Vereine und so viele Ehrenamtliche hier aktiv sind für die Kinder. Das ist fantastisch. Der Traumspielplatz, eine in Basel bestens bekannte Kinderattraktion am Hafen. Der Bürgermeister nutzt die Gunst der Stunde, um sich bei den vielen Sponsoren des Spielplatzes zu bedanken. Heute wird die Sponsorentafel eingeweiht. Gerade die Kinderfreundlichkeit zeigt sich darin, was man für Betreuungseinrichtungen hat, aber darüber hinaus auch im Freizeitbereich. Und so im Freizeitbereich wollten wir einfach nochmal ein Fest schaffen, wo die Kinder tatsächlich einzig und allein im Mittelpunkt stehen. Wo alle Vereine, Institutionen aus der Gemeinde zusammenkommen und sagen, heute machen wir etwas nur für die Kinder. Und gerade nach 2 Jahren Pandemie sind es die Kinder, die viel aufgeben mussten in den vergangenen 2 Jahren, vieles nicht erlebt haben und heute einfach mal wieder richtig schön spielen können, einen tollen Tag haben. Und so soll es sein. Das Kinderfestival am Barseler Hafen dauert noch bis zum Abend. Ein toller Tag für Kinder und Eltern, an den sich Groß und Klein noch lange erinnern werden.